So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren CarPack-Review, und zwar zum gestern erschienenen Porsche-Autopaket. Und zwar ist das das siebte Autopaket in Forza und auch das erste, was nicht im CarPass enthalten ist. Das heißt, jeder muss für das Ding hier bezahlen, kostet 7 Euro, hat halt 7 Autos, also quasi 1 zu 1. Und beinhaltet logischerweise 7 Porsches, und zwar den 2017er Porsche Panamera Turbo, also Generation 2, richtig geil. Dann der Porsche 911 GT3 RS, Generation 991, auch übertrieben geil, noch viel geiler als der Panamera, wo der auch geil ist. Dann der 2016er Porsche Cayman GT4, auch richtig, richtig geil. Dann der 1995er Porsche 911 GT2, auch wirklich cool. Der 1973er Porsche 911 Carrera RS, auch cool. Dann der 1960er Porsche 7, meine Güte, 718 RS60 und der 1955er Porsche 550 Spyder. Also auch richtig, richtig geile Autos. Wo man auch viele schon gar nicht aus Forza kennt. Also ich meine jetzt hier die beiden älteren Porsches, die Rennwagen, die kennt man aus Forza 6 zum Beispiel. Aber die anderen wird sich jetzt keinen, also bei keinem würde ich jetzt genau sagen, den kenne ich schon aus einem anderen Forza-Spiel. Ziemlich geil, auch der Panamera. Kenne ich auch aus keinem anderen Spiel zumindest. Oder GT3, den gibt es schon, glaube ich, in Assetto Corsa. Oder war das, meine Güte, war das Project Cars oder war das Assetto Corsa? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war Assetto Corsa, da gibt es ja auch Porsche Packs. Da gibt es den, glaube ich, und den glaube ich auch, aber den neuen Panamera gibt es noch gar nicht. Richtig cooles Pack. Das Review kommt leider erst jetzt heute. Ich glaube, es müsste so entweder schon nachts sein oder erst am Freitag 17 Uhr. Ich weiß noch gar nicht, wann das online kommt. Auf jeden Fall sehr spät. Und heute, ich würde mal sagen, zur Feier des Tages, weil es Porsche ist, fahren wir einfach mal alle 7 Porsche. Und nochmal jetzt noch eine Sache nebenbei. Es sind nur 7 Porsche. Ich meine, da fehlen jetzt ein paar, weiß ich, wie ein Carrera GT, der 918 Spyder und so weiter. Aber die kommen alle noch wahrscheinlich. Denn dann das noch auf jeden Fall, denn es gibt noch jetzt, beim Forza, dann kann man verschiedene Porsches gewinnen, zum Beispiel jetzt dieses Wochenende, kann man gewinnen unter anderem den 911 GT3 RS 4.0 von 2012. Und man kann auch noch gewinnen den, ich glaube, den 959, dann den 911 Turbo 3.3 und halt den 918 Spyder, der Forza Tons. Also auch für alle kostenlos. Und diese Porsche, also diese Mitgliedschaft bei Porsche, die gibt es jetzt auch für 6 Jahre, denn es gibt jetzt eine Partnerschaft zwischen Porsche unter für 6 Jahre. Also wird es wahrscheinlich auch im nächsten Forza zum Start Porsche geben. Oder naja, die deswegen mega cool, mega cool. So. Wir könnten theoretisch nach Jahr gehen, mache ich aber nicht, denn ich will anfangen mit meinem absoluten Lieblingsauto. Nämlich der 911 GT3 RS, der neue. Achso, den habe ich ja gar. Ja. Ich sitze da sogar schon drin, Fabian, aber gut, habe ich nicht gecheckt. Also wir gucken mal kurz. Genau. Im Forza Vista-Modus. Ne, ich meine, guckt euch mal dieses Teil an. Also, wenn das nicht böse ist, weiß ich auch nicht. Also, der Wagen hat einen 4 Liter großen 6-Zylinder Boxermotor, 500 PS, Saugmotor, kein Turbo. Wiegt gute 1,4 Tonnen. Ist fucking auch hier hinten eine dicke Theke. Ja, die finde ich ziemlich nett eigentlich. Ist in der Mitte der zwei Auspuffrohre. Auch ziemlich geil. Sieht mega geil aus. Noch diesem Rot, oh, ich liebe es. Ich würde mal sagen, wir fahren lieber, anstatt noch lange zu reden. Weil, ach, es ist einfach. Guckt ihn euch an, ne? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Das sieht einfach brutal aus. Und der Wagen schafft das von 0 auf 100 in sage und schreibe 3,3 Sekunden. Für nur 500 PS. Das ist nicht viel. Topspeed 310. Ja gut, ich meine, die Theke bremst auch ein bisschen aus, aber die ist auch wichtig und sieht ziemlich geil aus. So. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Der Motor dreht auch ziemlich hoch hier. Tacho geht bis 10.000. Danke. Und das ist auch nämlich auch im Innenraum. So, geht auch bis 10.000. Der dreht auch ziemlich hoch. So. Stellen wir uns mal hier hin. So. Ah, 4000, passt das? Also sind echt die Launch Control so, ich glaube, so bei 6.500 oder 7000. Wir machen es mal. Alter, der Grip. Alter. Ach du Scheiße, der geht ab, ey. Leck mich. Sound, ne? Bei 1000 Umdrehungen, zack, schalten. Uiuiuiui. Ach du Scheiße, das ist krank. Das ist echt krank. Okay, 7-Gang PDK, richtig nice, schaltet mega schnell. Ey, im zweiten Gang, der macht da gar nichts. Und im ersten Gang, jetzt sind wir bei 30 km/h. Aha, so. Der hat Grip. Nix, Wheel Spin, gar nichts. Alter. Das ist mal Bodenhaftung. So, auch die Kurve.
Super geht das hier. Hört sich auch geil an. Der Sound wurde, glaube ich, aus dem 9F GT3 RS 4.0 übernommen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil die haben ja beide eigentlich den gleichen Motor, so ziemlich. Gleiche PS-Zahl, gleicher Hubraum, gleiches Prinzip. Ich meine, warum nicht? Oh, oi, oi, oi. Ah, dann machen wir es im Stand, bitte. Jetzt mal ein bisschen, ja, so 4000 Umdrehungen. Alter. Das ist nicht mehr normal, wie der Wagen voransprintet. Alter. Kurvenlage super. So. Wir bremsen gleich mal und fahren mal zurück. Haha. Ja, gut. Das sind halt die Carbon-Keramik-Bremsen von Porsche. Das ist zwar mega teuer, aber auch mega geil. Alter. Deswegen ist doch an Forza jetzt schon hier angesiedelt. Ich glaube S2 929 und Extreme Track Toy. Das heißt schon was. Und ich glaube, die haben hier wohl nicht übertrieben. Weil es ist wirklich ein Track Toy. Wenn an sich Porsche sind, da haben an sich meistens ein richtig geiles Handling. Mit der hier sowieso. Der GT3 ist ja quasi die Sportversion des Carrera. Wie jetzt der GT2, der die Sportversion des Turbo ist. Alter. Das ist. Alter, ne. Ohne Spaß. So, jetzt machen wir den Innenraum hier. Wie geil der aussieht, ne? Mit dem roten hinterlegten Tacho. Das habe ich in echt vielleicht nicht so. Ich weiß es gar nicht. Das Lenkrad, geile Ausstattung. Alter, fährt er sich geil. So, jetzt noch der Kreisverkehr. Natürlich am besten ohne Driften. Möglichst guten Kurvenspeed hinkriegen. Ja, machen wir 30 Sachen durch den Kreisverkehr ballern. Okay. Da ein bisschen der Weg der Wagen, aber an sich. Alter, die Kurvenlage ist richtig geil. Triebe super abgestimmt. Geht schon schnell eigentlich alles. Der Gangwechsel sowieso. Dank der PDK ziemlich schnell. Boah. Oh, ich will den ganzen Tag damit fahren. Die Bremsen super, Alter, die packen zu. Ja, der Wagen ist halt auch nicht so schwer mit 1,4 Tonnen. Das ist in der heutigen Zeit für ein Auto eigentlich gar nicht mal so viel. Trotz auch dieser eigentlich guten Ausstattung. Weil der ist schon, der hat schon ein paar Sachen, ne? Also ist jetzt nicht nur ein richtiger Rennwagen. Kann man auch normal fahren, denke ich mal. Mein Porsche ist normal, ist sowieso ein bisschen was anderes, aber trotzdem. Hört sich geil an. Boah, sieht so richtig geil aus. Fährt sich mega, also mega viel Grip. Lässt sich bisher super fahren. Können auch, denke ich mal, bestimmt ein Let's Play dran, der Wagen. Das soll ich jetzt in der nächsten Folge noch einen vierten, das auf jeden Fall nicht. Ich habe schon bis zum 20. aufgenommen, aber vielleicht auch so eine Folge zwischenschieben. Ich guck mal. Aber Alter. Ist ja geil. Also wirklich ein übertrieben nices Auto. Hört mal kurz an. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten wieder. Der nächste Wagen ist der Porsche Panamera Turbo von 2017. Und zwar aus der zweiten Generation des Panamera. Als Turbo mit 550 PS aus einem 4 Liter V8 Biturbo. Und ist eine Oberklasse-Limousine. Boah, der sieht doch schon böse aus, ne? Hier bei Porsche die dicken Felgen, auch wieder nette Carbon-Keramik-Bremsen bei Porsche. Der lange Motorhaube, auch mit einem schönen Motor, ich kann damit alles aufmachen. Man sieht nicht so viel, aber naja, immerhin ein netter Motor, ne? Auch hier in sehr, sehr luxuriös ausgestattet, ist halt auch ein Wagen der Oberklasse, also auch sehr komfortabel, alles luxuriös, aber auch sehr sportlich bei dem Wagen. Denn er braucht von 0 auf 100 dank seinem Allradantrieb und dem 8-Gang-Getriebe, auch wieder einem PDK, nur 3,6 Sekunden auf 100 mit dem Sport-Krone-Paket und schafft über 300 km/h. So, hier auch hinten großer Kofferraum. Das sollte endlich reichen für die meisten. Von hinten hier die neue Generation, auch mit diesem neuen Spoiler. Warte mal. So. Fährt quasi nach oben und dann auch fährt er sich so aus. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Ah, das kann schon was. So. Gehen wir mal aus dem Fahren, den. Jetzt ist hier angesiedelt. Anfang S1 schon. Das ist schon richtig hart. Das ist echt böse. Das ist das gute Stück hier auch. Wiegt knapp unter 2 Tonnen, nämlich 5 Kilo weniger. Boah, Allradantrieb. Achtgang-Automatik. Das ist geil. Hat, glaube ich, auch ein Panoramadach, wie ich hier oben sehe. Ein Glas-Panoramadach. So. Wir fahren mal kurz ein Stückchen vor. Fahren diesmal an diese Seite.
Boah, Alter. Wenn der, ist so ein großes Auto, aber sieht gar nicht mal so groß aus. Vor allem, weil er auch so ziemlich flach ist. So. Lass mal kurz den Soundtrack machen. Boah, hört sich böse an. Den Turbos, ne? Aber dann auch ganz nett. So. Gucken. Ja, das geht ordentlich voran. Das Spoiler fährt sich auch aus. Marschiert aber auch. Ziemlich lange Übersetzung. Also schon ordentlich. Ja. Natürlich ging der GT3 mehr ab, aber gut. Das ist aber eine ganz andere Liga hier, ne? Bremsen. Das dauert aber schon so ein bisschen, ne, bis das zum Stehen kommt. Ich meine, es ist auch ein großes und wirklich ein schweres Auto, fast 2 Tonnen. Deswegen, das dauert auch ein bisschen. Aber geht am Start super ab. Auch dank des Allradantriebs. Oh, meine Güte. Und man merkt natürlich, dass der Wagen groß und schwer ist, na klar. Das ist kein mega krasser Sportwagen, jetzt der GT3 oder wie so 911 Toro. Aber ist trotzdem noch sportlich auf jeden Fall. Und die Beschleunigung ist trotzdem mega, mega gut. Und dieser Wagen hier war auch mal tatsächlich der schnellste Wagen auf der Nordschleife. Und zwar, ich glaube, die schnellste viertürige Limousine, wenn ich mich nicht ganz irre, mit 738. Wurde dann aber überholt vom Alfa Romeo Giulia, QV. Der, glaube ich, mit 732. Ich meine, der Wagen liegt aber, glaube ich, weniger als der Panamera. Hat aber auch weniger Leistung. Kein Allrad. Aber trotzdem ein cooler Wagen. Sehr, sehr schnell vor allen Dingen. Aber nochmal aus dem Stand. Aber diesmal mit Vollgas, würde ich sagen. Ich sofort Grip. Keine großen Zicken. Ja, beschleunigt schon nicht übel. Muss man ganz klar mal sagen. Ja, Kurbellage, naja, so eine Sache. Man fährt sich halt wie ein Schiff. Aber trotzdem finde ich sehr geil den Wagen. Also auch den Panamera. Gab es doch, glaube ich, seit Forza 4 kein Forza-Teil mehr. Deswegen freue ich mich dann auch mehr, dass er drin ist. Ich finde den alten zwar ein bisschen hübscher, aber mein Gott. Der neue ist auch mega cool. Ganz ehrlich. Mit Panamera, das ist einfach. Das ist einfach nur geil. Das ist halt so Porsche. Halt sehr schnell, aber auch sehr schön und sehr. Sehr normal. So. Der marschiert echt mega. Was braucht der 100 eigentlich? Laut Spiel. Laut echt 3,6 mit Sport-Chrono-Paket und hier im Spiel sogar nur 3,4 Sekunden. Bremsen, gucken wir mal, wie gut die. Naja, fast 40 Meter, ne? Das ist auch nicht gerade wenig. Naja. Noch ein Crit und dann kommt das nächste Auto. Unser nächster Kollege ist der Porsche Cayman GT4. Also, muss ich auch in die GT4 so ein bisschen angelehnt, der Wagen, auch so ein bisschen dafür ausgestattet. Doch hinten eine dicke, dicke Theke. Finde ich richtig geil. Cayman hat einen Mittelmotor, 3,8 Liter Hubraum an die 400 PS. Läuft bei Porsche. Und auch mit Handschaltung und kein PDK. So, mal ein bisschen was anderes. Hier in dem wunderschönen Gelb. Vorne auch ein bisschen anders als der normale Cayman, auch mit seiner Lippe da unten. Also, das sieht schon auch geil aus. Der Porsche sieht an sich ziemlich geil aus. Auch hier der Cayman GT4 auch richtig, richtig geil. Gibt es auch, glaube ich, bisher nur in Assetto Corsa halt. Kann schon definitiv was. Das Gelb hier passt wunderbar. Gehen wir auf die Bahn hier, würde ich sagen. So. Das ist der gute auch. Uiuiuiui. Also für einen Cayman nicht schlecht. Ich meine, an sich ein Cayman ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, ist das auch schon. Ist quasi so wie der Boxster, so der Einsteiger Porsche, aber kann man auch mal gönnen. Kann man sich auch mal gönnen. Und wenn man genug Geld hat, warum nicht? Auch innen wieder wunderschön ausgestattet, sieht richtig geil aus, der Porsche. Mag ich sehr. Aber auch halt auch Handschaltung. Ja, wir gucken mal, wie der Wagen so abgeht. Okay, er hat sogar Wildspin, ich glaub's ja nicht. So. Geiler Sound, wie ich finde. Auch dieser Porsche-Sound, der ist einfach so geil. Sowohl in echt als auch in Forza. So, bremsen.
Ja, kann man machen, ne? Ich gehe mal wieder in die Außensicht. Sound ist geil, ne? Alter. Ah, der geht sogar ein bisschen quer mit dem Arsch. Wiegt sogar noch weniger als der GT3 RS, nämlich nur rund 1,3 Tonnen. Ich glaube 80 Kilo weniger als der RS. Ja, kann man machen. Aber der hat ein bisschen mehr Wheelspin vor allem als der GT3. Man merkt das. Ist doch nicht schlimm oder so, auf keinen Fall. Ist alles noch im Rahmen. So ist ja nicht. Im zweiten Gang, da geht er ganz gut. Also nur ganz, ganz kurz Wheelspin, ganz kurz mal ein bisschen Schlupf, aber sonst super. Vom ersten Gang, ja, das geht auch. Der Sound ist echt geil, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist aber auch ein neuer Sound, den gab es, glaube ich, bisher in einem Forza irgendwo nicht. Aber ich meine, auch der Camel GTS hat sich in Forza 6 und auch Horizon 2 anders angehört. Was ich auch gut finde, eigentlich. War ein neuer Sound und nicht nur quasi die gleichen. Boah, geil. Ist immer noch der schnellste, oder die schnellste Variante des Cayman. Das glaube ich eigentlich angesiedelt so ab, ich glaube 260 PS. Ich glaube als Cayman S 310, 320, 330, ich weiß gar nicht. Der Cayman GTS sogar, ich glaube an die 400 PS müsste der haben. Oder 380, ich weiß es gar nicht so genau. Boah, aber richtig geil, Leute. Ist auch bestimmt ein super Fahrzeug für die Rennstrecke. Oder auf jeden Fall kein schlechtes. Das auf jeden Fall. Ziemlich schnell. Noch gut Grip. So, wieder eine enge Kurve. Auch im zweiten Gang. Keine Probleme. Kann man ganz beruhigt ausbeschleunigen. Vielleicht nicht ganz immer, aber meistens schon. So. Hat er im ersten Grip, wir gucken mal. Ja, hat er. Alles in Ordnung. Also super Auto. Hier ein bisschen geht auch, wenn jemand will. Das heißt aber provoziert von mir. Oh, wirklich ziemlich geiles Auto. So, halte ich mal an. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Vehikel wieder. Unser nächster Kollege ist der Porsche 911 GT2. Der GT2 ist ja quasi so die Sportversion oder die bessere Version des Porsche 911 Turbos. Deswegen der Wagen ja auch ein Turbolader. Sich wieder ein Boxermotor, typisch Porsche. Ich glaube 3,6 oder 8 Liter. Ordentlich Dampf auch. Oh, auch hinten, ne? Dieses Ding da, dieses. Was ist das überhaupt? Wenn hinten ist natürlich der Motor, bei eigentlich allen Porsches Heckmotor, außer beim Cayman oder beim Boxster. Der Mittelmotor, aber ja auch schon der Heckmotor. Einfach nur geil. Für den wunderschön rot, auch ziemlich breit, auch hinten die Backen, ne? Die sehen schon nicht mehr ganz Serie aus. Ja, da wird schon ein bisschen nachgewerkelt, glaube ich. Was aber dieser Wagen auch hat, das zeige ich mal kurz. Die Wagen hat nämlich, hups, der hat auch ein RWB-Bodykit. Und zwar, tada! Ho, ja, genau, Leute, ne? Also so krass machen wir einfach mal. So. Ach du Scheiße. Bei vorne wird er schon viel breiter. Noch hinten, ne? Die Theke da oben drauf. Das ist doch. Das ist mal ein Spoiler, Leute, ne? Also. Boah, Alter, ist die. Ach, wie breit die. Was sie vielleicht für ein Tiefbett haben, ne? So, zack. Alles klar. Nee, wir fahren den Wagen trotzdem mal in der Serie. Hat auch über 400 PS, also sollte er nicht so langsam sein, denke ich mal. So, kurzer Soundcheck. Alter. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. So. Gucken, was der Wagen so wieder so beschleunigen kann. Alter, der Sound. Ich brauche wieder Taschentücher, Leute.
Endlich bei jedem Wagen des Packs hier brauche ich Taschentücher, ja wirklich. Ist doch schnell, ey. Heilige Scheiße. Der fünfte Gang rein, zack. Geht munter weiter hier. Na, schaffen wir 250 bis hinten? Ja. Und auch in die Eisen gehen. Ja gut, Bremsen sind nicht die beste. Ich meine, der Wagen ist aber auch schon mittlerweile 22 Jahre alt. Das kann man, denke ich, mal verzeihen. Ach, Wheelspin. Den gönne ich mir jetzt mal. Wir können die alte Viper gewinnen. Glaube ich sogar die älteste. Aber gewinnen 60.000. Nehme ich lieber. Boah, Alter, der Sound, ne? Das ist doch geil, so. 0,88 bei Ladedruck. Ne, 0,89. 0,90 sogar. Und ich drehe im Moment. Alter. Waren das fast 600? Ja, 540 ist aber auch nicht gerade wenig. Das ist schon ziemlich nice. Boah. Dann mit Every B-Body geht und richtig geil aufbauen. Das wird lustig werden. Also ich glaube, die ersten Porsche, also die Porsche, die überhaupt alle gefahren sind, kommen alle im DLC, alle im Let's Play dran. Zumindest die jetzigen, also der G3 RS, der Cayman, der Panamera und der hier. Vielleicht noch mehr, mal gucken. Alter, meine Fresse. Kurvenlage, ja gut. Da muss Beschleunigung nicht ganz so sauber. Könnte ein bisschen besser gehen. Ja gut. Bin ich aber in Ordnung. Ist immer so einen wirklich alten Wagen. Ist trotzdem nicht ein geiler Sportwagen. Boah, je, je. Der sich auch einfach so geil anhört. Alter, der Sound ist ja richtig übel. Man muss echt mal sagen, Hut ab an Turn. Das Porsche Pack bis jetzt übertrieben geil. So, verpisst euch mal. Ich will die nächste links. So, Innenraum. Ja gut. Nichts Besonderes. Ich werde heute mit dem Ding immer noch fahren und nicht irgendwie die krasse Ausstattung haben. Alter. Bremsen ist echt nicht so geil. Kurvenlage, doch, die geht. Auf jeden Fall besser als die des Panameras, das allemal. Ist aber auch nicht schwer eigentlich. So, geht wirklich übel ab. Gefällt mir persönlich sehr. Geht auch im ersten Gang super. Im zweiten Gang komplett Grip. So liebe ich das. Ein Cut und dann das nächste Auto. Nun seht ihr hier den Porsche 911 Carrera RS. Hat, glaube ich, einen 2,7 Liter Sechszylinder Boxer Saugmotor. Richtig geil. Man hat so typische Porsche-Form hier, diese Seitenlinie, so typisch Porsche-mäßig. Ist natürlich auch Porsche, also ja, Scheinwerfer auch typisch Porsche. Man ist halt ein typischer Porsche, ist halt ein Carrera. Auch richtig geile Felgen. Sind, glaube ich, Fuchsfelgen, kann das sein? Den hier an der Seite der Carrera-Schriftzug mit diesem roten Streifen da, weißer Carrera-Schriftzug, richtig geil. Wir machen auf hier. Natürlich wieder mal ein netter Heckmotor. Ist bei Porsche an sich nicht schlecht, aber guck mal kurz rein. Hat logischerweise eine Handschaltung. Ja, ausstattungstechnisch, naja, sagen wir mal so. Weniger ist hier, glaube ich, mehr. Aber ich meine, es ist halt, es ist ein Porsche. Das ist einfach dieses Porsche-Fahrgefühl und nicht wie die extravagante Ausstattung halt ist. Es ist halt ein Porsche. Und deswegen legen wir auch direkt mal los hier. Ein gutes Stück. Ist auch nicht ganz so schnell wie die anderen Porsches hier bisher. Auch hinten, ne? Diese Theke da. Finde ich auch irgendwie nice. Gehen wir mal kurz rein. Warte mal, ich glaube, ich habe sogar noch was gesehen. Oder etwas übersehen, eher gesagt. Denn ich meinte, für den Wagen, da gibt es nämlich auch was. Ja, ich hab mich nicht getäuscht. Es ist auch noch ein Bodykit, und zwar eins von... Das von Forza. Okay, der Upgrade... Was steht da? Upgrade Preset Packages. Unknown. Okay. Das sieht ziemlich crazy aus. Sieht eher so Offroad-mäßig aus, ne? Als sportlich. Warte mal, ich... Das war falsch. Ich guck mal kurz.
Hier war das nicht. Hier vorne war das. Ach du Scheiße. Hinten geht hier eine Lippe drauf. Ganz hinten wieder das. Interessant, interessant. Vielleicht im Let's Play, wer weiß. War ja schon ein geiles Teil. So. Fahren wir hier so ein bisschen raus. Mach mal einen kleinen Beschleunigungstest. Man wird kein Mega-Monster sein, aber gut. Wir haben Angst von 73. Der Sound, ne? Richtig geil. Geht auch nur bis, naja, 8000. Ich meine, das ist auch schon was, natürlich. Wieder aber andere höher. Ist geil, ne? Boah, die Bremsen, naja. Ein bisschen quer wieder auch. So mag ich das. Ja gut. Federung ist auch ein bisschen weich eventuell. Das kommt ein bisschen, finde ich aber ganz gut eigentlich. Finde ich jetzt zumindest nicht schlimm. Aber das fällt nicht negativ auf. Dann fällt sich trotzdem noch sehr, sehr gut. Das war knapp. Okay, X6, X5 meine ich. Oh, ja. Bisschen mehr fahren kann man auch, wenn man möchte. Das war natürlich provoziert. Oh! Wenn er will, dann geht doch ein bisschen quer. Oder wenn ich will. Doch, doch. Gefällt mir sehr. Der Sound wird richtig geil. Dann ist halt ein alter Porsche. Die sind halt eigentlich alle. Haben die halt irgendwas, was dieses Besondere, was Porsches alle irgendwie haben. Die halten halt auch ein bisschen davon auch diese halt dieses typische 911 Karrieremodell. Boah, einfach nur. Das ist geil. Nicht der schnellste und beste Wagen. Es ist ein Porsche. Ja. Du bist Mazan ganz besonders. Hat er 6 Gänge? Ich glaube nicht, ne? Hat er 5 Gänge? Ja, gut. Ist jetzt auch nicht, ne? Natürlich kein PDK bei dem Alter. Ich glaube, PDK, was. Ab wann gab es da PDK? Weiß ich, 2009 vielleicht? Weiß das gar nicht. So. Wir halten mal an. Einige dauert aber recht. Und springen dann zum nächsten Auto. Da ist der Porsche 718 RS60. Das 60 steht dabei für das Baujahr 1960. Also auch schon 57 Jahre alt. Ich hoffe, ich kann rechnen. Natürlich, wie man unschwer sehen kann, ein Rennwagen. Ein ziemlich alter Rennwagen. Aber auch ziemlich besonderer. Wir machen hier alles auf. Das hier auch nochmal. Wo sieht die Motorhaube? Der Motor ist natürlich wieder mal hinten, aber diesmal ist es, glaube ich, nur ein Mittelmotor und kein Heckmotor. Wie geht das denn? Ja, das geht bei Porsche auch tatsächlich. Und auch hier nur in der Mitte hinten ein Auspuffrohr. Sehe ich auch nicht oft. Auch, glaube ich, auch ein ziemlich berühmter Rennwagen. Wo er gefahren ist oder so, was er gewonnen hat, weiß ich leider nicht. Aber was ich bei dem Wagen weiß, und zwar gibt es an diesen Wagen eine Anlehnung. Und zwar nämlich noch jetzt seine neue, zwar der neue Porsche, ich glaube, Boxster, beziehungsweise der auch Porsche Cayman. Heißen jetzt ja Porsche 718. Der heißt auch 718, denn die haben jetzt der Porsche Cayman und Boxster und auch der hier haben beide einen Vierzylinder-Motor. Das ist Porsche eigentlich jetzt auch in der Neuzeit ziemlich unüblich. Gibt es doch jetzt nur im Cayman. Deswegen auch was Besonderes hier. Die Ausstattung, ja gut. Nicht vorhanden, würde ich also sagen. Ich meine, ist halt auch ein Rennwagen. Der soll sicher sein, der soll schnell sein und. Nichts anderes und schnell war der auf jeden Fall und ist er auch. Der ist jetzt immer noch oberhalb in der B-Klasse angesiedelt. Auch nicht gerade langsam, der Kollege hier. So, wir hören mal rein. Der dreht aber hoch, ne? Bis 9000, alles klar. Es regnet aber noch gerade, finde ich nicht so gut. So. Beschleunigen. Scheiße. Der geht schon ab, ne? Das ist, ich glaube, 118 kW, also 150 PS ungefähr. So ganz grob.
Mach ordentlich. Ja, auch schon zweimal geknackt. Alter. Der geht aber wirklich ordentlich ab und da war nicht zu viel Verkehr. Hat 5 Gänge, aber gut, reicht auch bei dem Wagen. Hallo, Mazda. Ja. Die Scheibenwäscher sind süß, ne? Wie das aussieht. Auch nur für den Fahrer. Na gut, bei Fahrer ist auch eigentlich nicht vorgesehen bei dem Wagen eigentlich. Warum auch? Macht nur den Wagen deutlich schwerer. Ja, aber geht gut ab. Ich meine, die Scheibe, die ist ziemlich niedrig. Bringt aber, denke ich, auch aerodynamische Vorteile. Wenn die nicht so hoch ist. Da wird schon die ganze dadurch auch durch die Luft weniger ausgebremst. Was vielleicht positiv ist. Der Motor hört sich geil an. Natürlich ein Saugmotor. Vierzylinder. Quasi noch ein kleiner süßer Motor. Oh, aber der Wagen süß, naja, nicht wirklich. Keine Spiegel, wie ich hier gerade sehe. Naja, auch nicht schlecht. So. Danke. Ja, zweiten Gang starten geht auch ziemlich gut. Auch ohne Wheelspin, wer jetzt gedacht. Ja, finde ich ein gutes Auto. Gab es aber auch schon in Forza Motorsport 6 als Porsche DLC. Den kenne ich quasi schon. Aber auch cool, dass er drin ist. Ich habe mir lieber andere Sachen gewünscht, weil ich eher so ein Fan von neuen Autos bin. Aber es soll ja allen recht gemacht werden, ja? Weil alte Autos sind auch mal nett. Unser letzter Zuffenhausener für heute ist der Porsche 550. Wer ist der? A-Spider? Auch nur Spider. So, ich Spider hier, ne? Kein Dach, das fehlt ein bisschen. Die Form ist auch ziemlich, ich würde sagen, komisch. Weil der Wagen sieht zumindest jetzt so von vorne, quasi der Bereich von der, wo der Wagen anfängt, bis zur Windschutzscheibe ist quasi so mehr oder weniger genauso lang, wenn nicht sogar noch ein bisschen kürzer, als Bereich vom Heck bis zur Fahrgastzelle. Das ist irgendwie, sieht ziemlich freaky aus. Warte, hier geht die Motor aber noch ab. Die Motor wieder mal im Heck verbaut, oder jetzt in der Mitte zumindest. Aber hinter den Fahrgästen, die in dem Wagen sitzen. Auch wieder einen Rennwagen, den man unschwer erkennen kann. Natürlich ausstellungsmäßig auch nichts Besonderes. In Technik auch sehr alt, von 1955, also auch schon uralt das Ding. Aber deswegen noch lange nicht scheiße. Wieder ein Vierzylinder-Motor, hier noch ein Ersatzrad vorne. Nett, nett. So, ja, wir fahren ja noch mal kurz. Ich kann zu dem Wagen leider nicht groß was sagen. Weil ich den Wagen nicht weiter groß kenne. Sollte aber nicht wie alle Porsches relativ erfolgreich sein. So. Okay, der Sound, der ist süß. Ist nicht ganz so schnell wie der 718. Aber den gehen wir auf jeden Fall noch nicht langsam. Geht trotzdem ganz gut nach vorne. Mehr für die Zeit muss man auch mal bedenken. Kann man heute gar nicht vergleichen. Was damals da rumgefahren ist. Na, ich habe noch 200, ich glaube nicht. Bis hinten hin. Obwohl. Naja, 190, mehr geht nicht. Und Wagen weggeschmissen. Naja. Wir fahren mal die nächste links. So, Bogenlage. Na gut. Bin ich besonders schnell jetzt auch. Deswegen auch keine besonderen Highspeed-Kurven. Okay, die Bremsen, die sind ziemlich scheiße. War abzusehen. Start geht ja gut, hat natürlich Handschaltung, ist klar. Dauert ein bisschen, bis er schaltet, aber war halt damals eigentlich überall so. Da war, glaube ich, auch eine Automatik nicht schneller. Weg, Mazda. War das ein R7? Ich glaube schon. Ein R7 Savanna? Gute Frage. Ja, aber finde ich auch ein cooles Auto. Würde natürlich mehr jetzt in Forza 7 Rennen passen, theoretisch. Hier weiß ich noch irgendwie andere Autos. Aber mal gucken, was noch beim Forzaton hier reinkommt ins Spiel. Bin ich mal gespannt. Halte ich mal kurz an. Und beende dann auch damit das heutige CarPack Review. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dass wir uns auch in einer der nächsten Folgen wiedersehen oder am nächsten Kapitel-Video, falls auch was weiteres kommen wird, mal sehen. Ich werde auch, denke ich mal, alle Porsches auch geben, die auch ins Spiel reinkommen werden, im Detail fahren. In Details mindestens so wie heute oder halt als ganze Let's Play-Folge, muss ich mal gucken. So, noch hier schön positionieren. Da.
Machen wir mal so. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.